Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Strecke Taranta-Rampe aus der Baureihe 185 Lok 538 Strich, weiß ich nicht was, aus dieser oder in dieser Pure Gold Lackierung der TXL Logistik. Ein Repaint, das wirklich sehr, sehr schön gelungen ist, meiner Meinung nach. Gibt es im Railsim Forum, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir haben hier ein paar leere Autotransportwagen der Bauart LAAERS und stehen hier gerade in Freiberg in Sachsen. Da hinten haben wir noch den Kollegen in der 143, vermute ich mal. Ne, in der 146. Und auf der anderen Seite haben wir eine 185. Vor dem Güterzug hier. Genau, aber für uns geht es heute in diese Richtung hier. Wir steigen mal ein. Okay, eingestiegen sind wir. Dann drehen wir uns einmal nach hinten und drehen die Signalleuchten auf Spitzensignale. Stromabnehmer ist in Ordnung soweit. Federspeicherbremse ist, glaube ich, schon gelöst. Machen PZB, LZB und die SIFA an. Und Fahrtrichtungswende rein. Vorwärtsstellung, das passt soweit. Da können wir auch direkt die Vorwärtsfahrt auswählen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Störung. 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 Urucha. Urucha. Ružinová středačová brzda. Ružinová středačová brzda. Ružinová středačová brzda. Potvrzení návěs. Zugbeeinflussung. SHP. So. Zugbeeinflussung. Genau. Das ist die Soundmod von Justus übrigens, die ihr da gerade gehört habt. Wir sind in der mittleren Zugart unterwegs und ich würde sagen, das passt auch soweit jetzt alles. Auch noch ein Screenshot hier in Freiberg von diesem echt schönen Repaint. Also wirklich ganz, ganz hübsch gelungen. Vielleicht von der Seite, ja, wobei die Seite ist schattig. Dann würde ich sagen, wir dürfen fahren mit 60, also lösen wir die Bremsen und schalten Leistung auf. Können uns auch befreien. Wir dürfen ja mit 60 ausfahren. Der Zug ist recht leicht. Wir haben ein Gesamtgewicht von gerade mal 324 Tonnen. Das ist nichts für unsere 185. Liegt aber eben daran, dass wir unbeladen unterwegs sind. Darf dann 100 gefahren werden. Natürlich erst, wenn unser letzter Wagen drin vorbei ist. Was jetzt der Fall ist. Wir haben auf hinten hier die Zugschlusstafeln. Ja, da war die 100er.
Es gibt übrigens einen Engine Command bei der PC-Version natürlich nur, wo man die Schatten praktisch auf eine längere Distanz hinwerfen kann. Also, dass die Schatten nicht erst hier vorne irgendwo rendern, sondern schon viel, viel weiter hinten. Und ich finde, das macht einen riesigen Unterschied, oder? Das Szenario stammt aus dem Trainsim Community Forum. Da habe ich nur leider vergessen, wie der Autor des Szenarios heißt. Man möge mir das entschuldigen. Ich werde das Szenario aber trotzdem natürlich in die Videobeschreibung hineinpacken. Okay, ich würde sagen, wir können die AFB anmachen. AFB, AFB, AFB. Auf 100 gestellt. Und auf geht's. Also man muss schon immer wieder sagen, die MACE 185 hier ist eine wirklich gute Lok. Wirklich, wirklich gute Lok. Zumindest die Dresden-Riesa-Version. So, da kommt jetzt die E-Bremse automatisch zum Einsatz. Damit wir nicht zu schnell werden. Wir werden immer ein bisschen zu schnell. Ab hier dann die 120. Nachtliebe E-Bremse. Bisschen schwach unterwegs. Also ich würde sagen, wir lösen aus. Und stellen die 120 ein und wir schalten keine Leistung auf. Jetzt aber. Leistung wieder runternehmen. Es geht, glaube ich, ein bisschen bergab. Daher können wir auch die Schwerkraft für uns arbeiten lassen. Ja. Das vielleicht so ein bisschen mit den Schatten, dass tatsächlich schon dahinten die Schatten geworfen werden. Gut, das mit den Gleisen hier, mit den Schatten, das wäre da immer noch vorhanden. Das ist natürlich schade, aber naja, 120 ist unsere V-Max heute. Mehr lassen erstens die Wagen nicht zu, zweitens die mittlere Zugart nicht. Bei dem Display auf die Fahrmotoransicht wechseln, die finde ich persönlich immer ein bisschen angenehmer bzw. spannender. Ja, mal schauen, was uns so an KI-Verkehr entgegenkommt, mal schauen, ob wir in irgendeiner Form uns von der PZB ärgern lassen. Moin. So, die
die Ankündigung auf 100. Dann bremsen wir es natürlich. Auch die Bremseigenschaften unseres Zuges sind natürlich heute recht gut. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, also das meinte ich halt, dass mir hier so ein bisschen das Leben fehlt. Ne? Hier fehlen Autos, hier fehlen ein paar Menschen, die hier einfach durch die Gegend laufen. Sowas wäre einfach, ja, sowas macht einfach das Ganze zu einer lebendigen Sache und wirkt nicht so ganz postapokalyptisch, als wäre man der letzte Mensch auf der Welt. So kommt man sich sowieso, glaube ich, schon vor, wenn man etwas zu lang allein in der Lok unterwegs ist. Hier dürfen wir dann 110 fahren. Stell schon mal die AfD auf 110 ein. Langsamleistung auf. So, jetzt ein bisschen mehr Leistung, dann passt das auch. Weil wir jetzt bestimmt schon an der Tafel vorbei sind und schon 110 fahren dürfen. Vorne rechts die Schneepflugtafel. Die interessieren uns natürlich nicht. Den haben wir nicht viel am Hut. Das habe ich gar nicht gesehen. Haben aber auch zum Glück keine Zwangsweise bekommen, da war wohl kein 1000-Hertz-Magnet verbaut. Und wir haben halt zu erwarten, wir fahren komplett durch bis nach Chemnitz, haben also noch 18 Kilometer vor uns. Daher mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Vielleicht ist hier so eine Art Überholung eingebaut oder wir fahren irgendeinem anderen Zug hinterher. Ich weiß es nicht. Ich bremse mal weiter rein, weil ich nicht weiß, was hier hinter der Rechtskurve ist. Wo das Signal steht. Okay, das ist nur ein Vorsignalwiederholer. Dahinter und noch einer und noch einer? Nee, nur drei. Und da vorne ist das rote Signal. Wo sind jeder 500 Hertz Magnet? Gibt's das? Gibt's das wirklich, dass vor einem Hauptsignal keine 500 Hertz Magneten verbaut sind? Oder hat das DTG hier einfach nur vergessen? Oder ist das realistisch? Kann ja gut sein. Ich will es nicht ausschließen, ehrlicherweise. So, wir sind zum Stehen gekommen. Wir dürfen noch das Signal in K
keinster Form überfahren, denn es ist weiß-rot-weiß mit einer weiß-rot-weißen Barke versehen. Wir sind nicht in der Ebene, daher lasse ich mal die Zugbremse angezogen. Ich glaube nicht, dass unsere Lokbremse alleine das schafft. Warum fahren wir 1 km/h? Laut Hans stehen wir aber komisch. Oh, Signal ist grün. Gucken wir mal. Das ist grün, das ist rot. Warum denn? Wo ist denn hier vor uns ein Zug? Wem oder was fahren wir hinterher? Da kommt was in die Gegenrichtung. Das ist rot. Da. Sieht aus wie eine 612. Die Bremse löst sich. Wir fahren jetzt einfach mal nicht viel schneller als 80, weil wir eventuell so nicht ständig dann auf haltzeigende Signale zufahren. Gab es mal einen Patch, dass die Bahnübergänge jetzt hier funktionieren? Da gab es auch, glaube ich, recht viele Bahnübergänge auf der Strecke bei Release, die einfach offen waren oder komplett gefehlt haben. Okay, das ist sowieso die Anknickung auf 80. Machen wir mit der Zugbeeinflussung. Ich wollte gerade sagen, machen wir mit der E-Bremse. Wir fahren ja schon 80. Der Bahnübergang ist geschlossen, also ich glaube schon, dass das tatsächlich mal gepatcht wurde.
ab hier darf dann wieder 120 gefahren werden. Noch nicht. Jetzt und etwa. Ankündigung. Wir bleiben mal hier bei den 85. Am Bahnhof von 80er Einschränkung. So. Falkenlauf 6. Feinjustiert mit der E-Bremse und haben die Ankündigung auf 50. Wir haben wohl einen Gleiswechsel. Signalwiederholer. Na los, runter mit der Geschwindigkeit. Also die AFB ist echt nicht so gut darin, die Geschwindigkeit zu halten. Aha, da rechts weitere Gleise. Wo kommen die her? Weiß das jemand? Nicht elektrifiziert. Ja, das ist natürlich nicht ganz so schön gebaut hier an der Stelle. Ups, habe ich den Scheibenwischer angemacht. Das Freital? Ich glaube schon, oder? Ja, passt. Ja, kulissentechnisch. Ja, der Baum auf jeden Fall. Interessante Lage. Bisschen Graffiti.
gucken uns mal hier so ein bisschen neben der Strecke um. Oberleitung her sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also okay. Ich glaube, bei dem Streckenabschnitt zwischen Dresden und Meißen, beziehungsweise die Stichstrecke in Richtung Meißen hat etwas bessere Oberleitung, aber naja. Vorne ja, ordentlich viel Gebäude verbaut, hier ein bisschen Autoverkehr, ja, noch so ein Zementmischer. Okay, wir sind ein bisschen zu langsam. Warum bremst du denn? Achso, die E-Bremse ist noch angelegt. Niemand dran gedacht, hier die Leitplanken komplett durchzuziehen. Das ist schon mal ganz gut. Was ist das? Ich würde gerne das Spiel pausieren. Interessant. Sind, glaube ich, vergleichsweise selten aus Richtung Chemnitz nach Dresden gefahren, ne? Sondern meistens, glaube ich, eher von Dresden nach Chemnitz, so wie jetzt. Das sollten wir auch definitiv mal andersrum machen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, aber vielleicht ein, zwei Mal häufiger. Ich muss sagen, das sieht tausendmal besser aus mit diesen Schatten, die schon auf längere Distanz hin berechnet werden. Wer weiß, damit könnte vielleicht sogar selbst Arosa gut aussehen von der Kulisse her. So, 612er Doppeltraktion. Sehr schön. So, 120 dürfen ab hier gefahren werden. Wir werden aber trotzdem nicht weiter Leistung aufschalten, weil ich glaube, dass wir recht schnell wieder eine Beeinflussung bekommen werden. Daher schon die Leistung komplett runter. Und da vorne ist auch schon vorhergesehene Beeinflussung.
halt zu erwarten. Versuchen wir halt alles hier mit der E-Bremse zu machen. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Leistung, sonst kommen wir etwas arg früh zum Stehen. Und dann müssten wir theoretisch gegen ein halbzeigendes Signal anfahren. Hat das aber schön gemacht, hier rechts die Szenerie. Das ist eine Ankündigung auf 100. Das braucht uns nicht wirklich zu interessieren. Da vorne eine 185, ebenfalls von einem TXL. Das war jetzt tatsächlich ein purer Zufall, dass der TXW genau diese Lok hier hingespawnt hat. Hier interessant, der Ringlokschuppen. Hier noch einer direkt daneben. Mit der wie heißt denn das Ding noch gleich? Als habe ich es vergessen. Ich habe schon tausendmal gesagt. Drehscheibe. Mit der Drehscheibe. Das ist schön, dass die Uhr funktioniert. So, das ist die Ankündigung auf 80, oder? Ja.
bestätigen wir. Noch ein ehemaliger Ringlokschuppen. Noch so ein paar Gleise. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier? Ein noch viel abgeranzterer Ringlokschuppen. Aha, aha, aha. Gelten da. So, ich löse mal die E-Bremse und nehme ein bisschen Leistung wieder rein. Ne, mache ich doch nicht, denn das ist die Anknickung auf 60 bestätigt. Und mit der E-Bremse rein. Warten mit verkürztem Bremsweg. Aber hier links nur auf das Gleis. Das sind praktisch, glaube ich, die Durchfahrgleise für die Güterzüge. Ist dann wieder Bahnhof drin. 612 sehe ich als Doppeltraktion. Sehr, sehr schön, Chemnitzer Hauptbahnhof. Wo es, glaube ich, bald wieder, oder gibt es jetzt mittlerweile wieder Fernverkehr in Chemnitz? Ich glaube noch nicht, aber ich glaube, es soll ja bald der neue Intercity, also der Stadler-Kiss Intercity, soll ja bald, meine ich zumindest, in Chemnitz halten. Ich glaube auf der Relation Chemnitz-Dresden. So, 500 Hertz, Magnet ist an. Wir könnten es ja zum Schluss einfach von der SIFA mal abschießen lassen und die bringt uns zum Halten. Das will ich nicht. Am Ende heißt es noch, dass ich eine Zwangsbremsung hatte. Das ist nicht der Fall. Ich hatte heute eine weiße Weste. Macht das erstmal nach. Ne? Okay, ich bin mir sicher, viele von euch können das viel besser als ich. So, wir halten bündig am Signal. Und dann endet auch unsere Fahrt. Und wir halten, machen das Ganze mit der Zugbremse. Ja, gut, dann haben wir das geschafft. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute. Alles Liebe.